Hallihallo, ich grüße dich ganz herzlich zu einem weiteren Mentalvideo hier in der mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle Selbst. Mein Name ist Irmgard Bronder und es ist schön, dass du heute hier auch wieder mit dabei bist. Heute gibt es mal so ein bisschen ganz leichte Kost. Es geht nicht tief in das Thema Mentaltraining hinein. Es geht auch nicht um Gaumenfreuden, sondern ich möchte dir heute mal so eine kleine Anregung mit auf den Weg geben, die sich so ein bisschen im musikalischen Bereich bewegt, denn ich möchte dir heute mal so ein paar Gründe nennen, warum es förderlich ist, Musik zu hören. Ich glaube, jeder hat so mehr oder weniger sein eigenes CD-Regal inzwischen mit eigenen Musikstücken und das gerät manchmal so ein bisschen in Vergessenheit, wie förderlich es ist, sich da auch mal wieder mit seiner Lieblingsmusik ein bisschen zu beschäftigen. Wir haben ja jetzt November, eigentlich schon viel zu warm für diese Jahreszeit, nicht eigentlich, sondern das ist definitiv ja so. Wir haben ja noch ganz viele Sonnenstrahlen auch, von daher kann man von tristen Novembertagen bislang noch nicht sprechen. Aber es ist ja dennoch so die Zeit, die so ein bisschen nachdenklich stimmt, wo man so ein bisschen, je nachdem vielleicht so auch die Tendenz hat, ein bisschen depressiv zu werden oder zu sein. Und da möchte ich dir heute einfach mal wieder so einen kleinen Schubs geben, um mal wieder deine Lieblingsmusik auszukramen und die mal wieder zu hören. Und dir 5 gute Gründe auch mit an Hand geben, warum das einfach so förderlich ist. Mir selbst hat so die Anregung dazu, das dir auf den Weg mitzugeben, haben meine Kinder mir gemacht. Unbewusst natürlich, das Universum hat das auf dem Weg, diese Info zu mir geleitet. Denn bei uns läuft morgens immer so schon gleich zu Tagesbeginn, zum Frühstück, wenn wir alle zusammen sind morgens. Das ist ja bei uns noch ganz, ganz früh, fast so mitten in der Nacht. Eine leichte Musik im Hintergrund. Bei uns sind das mehr so Mantren. Und jetzt aber so zur Weihnachtszeit, die ja dann doch bald beginnt. Ich habe schon die Weihnachts-CDs rausgelegt, da habe ich immer so eine weihnachtliche Musik morgens ganz leise im Hintergrund laufen. Und da haben die Kinder mir gesagt, sie freuen sich schon drauf, wenn jetzt so die ersten Weihnachtslieder dann morgens einfach so zum Frühstück uns begleiten. Mit anderen Worten, bei uns ist es auch so, oder bei mir ist es auch so, dass ich, auch wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, entweder höre ich überhaupt nichts oder ich bin ein totaler Fan von Hörbüchern, die ich dann unterwegs höre, um mich da weiterzubilden oder interessante Artikel höre eben, die mich interessieren. Also ich texte mich da nicht zu mit Negativschlagzeilen aus den Nachrichten. Ich schaue da einfach, was ich in mein Gehirn in der Richtung hineinlasse. Ja, und jetzt kommen so die 5 guten Gründe, die ich dir jetzt mit auf den Weg geben möchte und dich da inspirieren möchte, auch deine Lieblingsmusik mal wieder auszukramen und ab morgen früh zu hören. Der erste Grund ist das Glückshormon Dopamin. Das ist ein Neurotransmitter, der ausgeschüttet wird, wenn man seine Lieblingsmusik hört. Du hast ja mit Sicherheit schon mal die Erfahrung gemacht, wenn du denn ein bisschen ein kleines Tief hattest und dann doch mal von selbst die Idee hattest, ohne meine Anregung jetzt hier, gute Musik gehört hast, die wohlklingelnd für deine Ohren waren, dass es dir auf irgendeine Art und Weise besser ging. Und dafür ist eben dieses Dopamin, das da im Gehirn gebildet wird, verantwortlich. Und da du das jetzt weißt, kannst du ja ganz gezielt so die nächste Zeit in der Richtung mal für das Dopamin in deinem Gehirn sorgen und so für eine gute, allgemeine und freudvolle Stimmung sorgen. Ja, und dann gibt es überhaupt allgemeine, auch wissenschaftliche Studien inzwischen, dass Musik gerade im Hinblick bei Depressionen oder auch depressiven Verstimmungen sehr, sehr förderlich sein kann. Es gibt ja auch solche Organisationen, wo auch zum Beispiel in Krankenhäusern Aktionen gestartet werden oder in Altenpflegeheimen, wo man mit musikalischer Umrahmung dafür eine Stimmungsaufhellung sorgt. Und da wirken am besten, das haben wohl Studien auch bewiesen, klassische Titel oder mehr so die meditative Richtung. Aber such dir da nichtsdestotrotz das aus, was du gerade brauchst, was für deine Ohren am wohlklingendsten ist.
Der dritte Grund, Musik wirkt heilsam, geht jetzt ein bisschen mit dem vorhergehenden erwähnten einher. Aber es gibt auch hier ganz viele Hinweise dafür, wie heilsam Musik auf unseren Organismus, auf unseren Körper, auf Funktionen unserer Organe einfach sich auch positiv auswirkt. Auf die Atmung, auf die Herzfunktionen. Also auch das ist mit ein Grund, wo man nochmal vielleicht die Lieblingsmusik da auflegen sollte, um so für ein gesamt besseres Wohlbefinden einfach zu sorgen, weil einfach auch die Organe da ein bisschen mit angesprochen werden. Ja, und Musik kann auch unterstützen beim Einschlafen, wenn du vielleicht Einschlafprobleme hast, weil dich so viele Dinge noch irgendwo vom Tag über beschäftigen und du schaffst es einfach nicht, die ad acta zu legen. Dann versuch doch einfach mal so eine ganz sanfte, meditative Musik im Raum laufen zu lassen und dann einfach nur mal mit deiner Aufmerksamkeit dieser Musik zu lauschen. Ich glaube, du wirst merken dann, wie schnell du einschläfst bzw. am nächsten Morgen wach werden und da einfach erst auch bemerken, wie schnell du abends eingeschlafen bist. Also einfach mal ausprobieren, so ein bisschen meditative, sanfte Musik als Hintergrund im Schlafzimmer, wenn das ein Thema für dich sein sollte, dass du Einschlafprobleme hast. Und dann, statt dich mit diesen Themen des Tages oder was dich da gerade so beschäftigt, was nicht gerade förderlich ist, um einzuschlafen, stattdessen lauschst du dann einfach mal der Musik und schenkst der Musik deine Aufmerksamkeit und schläfst ganz sanft dabei ein. Und als abschließender Punkt noch, Musik entspannt. Probier mal aus, wenn du nach Hause kommst. Wir sind ja immer so in unserem Alltag gefangen. Der Tag könnte manchmal schon mehr als 24 Stunden bei uns haben, so rein gefühlsmäßig. Und dann kommt man nach Hause und dann geht schon wieder das nächste Programm los. Dann ist dies zu machen, jenes zu machen, das zu machen. Gerade wenn man Familie oder auch Kinder hat. Gönn dir doch mal einfach 5 Minuten Zeit, wenn du nach Hause kommst, um einfach mal anzukommen. Leg auch da mal nur mal einen deiner Lieblingstitel auf. Hock dich hin, schließ die Augen und lass dich mal ganz von deinem Lieblingstitel für diese 5 Minuten tragen und komm so mal ganz zu Hause an. Entspanne und tanke dich natürlich auch gleichzeitig auf mit Energie und dann kann es ja wieder weitergehen in deinem Tagesprogramm. Ja, das waren so meine 5 Anregungen für dich, überhaupt so die gesamte Anregung, mal wieder deine Lieblingsmusik auszupacken und so für ein paar Stimmungsaufheller gerade so die nächste Zeit zu sorgen. Vielleicht magst du es ja umsetzen. Ansonsten, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dein Zuschauen, für dein Interesse und sage in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Irmgard.